Schockierend finde ich, dass Sie es auch heute nicht unterlassen können, die Frage der Grenzen mit der Frage eines Heimatrechts zu verbinden. Die Frage der Grenzen werden deutlich nicht in Frage gestellt. Und ich kommentiere, Herr Kollege, nicht mögliche Positionen, die ein halbes Jahrhundert her sind, wie ich im Übrigen auch nicht Positionen der Grünen kommentiere, die die letzten 20, 30 Jahren in anderen Bereichen gekommen sind. Ich habe in meiner Rede bedauert, dass bei den Grünen die Bereitschaft offenkundig nicht besteht, gemeinsame Versöhnungsleistung anzuerkennen. Im Übrigen finde ich es unredlich, dass auch die Grünen regelmäßig die Frage der Unterzeichner der Charta der deutschen Heimatvertriebenen immer wieder wie eine Monstranz vor sich hertragen. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass die gesamte deutsche Zivilgesellschaft vertrieben worden ist in ihrer ganzen Zusammensetzung. Mit Sicherheit auch Menschen, die vorher Schuld auf sich geladen haben. Das wird nicht in Frage gestellt. Aber die Zusammensetzung des BDV als Verband dieser gesamten vertriebenen Zivilgesellschaft war doch keine andere, wie zum Beispiel die Zusammensetzung beim ADAC oder bei anderen Verbänden, die ich Ihnen alle aufzählen könnte. Ich bedauere sehr, dass offenkundig die Bereitschaft, eine gemeinsame Versöhnungsleistung nicht anzuerkennen, bei Ihnen nach wie vor fehlt. Ich wünschte mir, Sie würden das Wesen des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages selbst verinnerlichen und in die Zukunft tragen. Danke. Nächster Redner in der Debatte, Dietmar Niethan für die SPD.